In diesem Jahr gab es einige Spiele, die uns aus dem Staunen nicht mehr rausbrachten. Zum Jahresende gibt's deshalb bei uns die Best-of-Videos. In diesem Video geht's um die 10 besten PS4-Spiele des Jahres 2018 und was diese so besonders macht. Wenn euch unsere Videos gefallen, abonniert doch unseren Kanal auf YouTube, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Aber jetzt schnallt euch an und los geht die wilde Fahrt! Auf den 10. Platz hat es Spyro Reignited Trilogy geschafft. Ein Remake in den besten PS4-Spielen? Yep, denn obwohl Spyros Abenteuer in Sachen Gameplay wohl ein bisschen in die Jahre gekommen ist, macht es immer noch einen Heidenspaß. Der Humor ist albern, die Gegner wirklich hübsch designt und ihr könnt auf die Originalmusik umschalten. Für uns ein Grund, dem Titel eine 80 zu verpassen, auf Metacritic hat Spyro sich sogar eine 82 verdient. Noch ein Remake hat sich in unsere Top 10 katapultiert. Shadow of the Colossus hat auf Metacritic eine satte 91 verpasst bekommen und hat damit sogar den viertbesten Metascore des Jahres. Bei uns hat der Atmosphäre-Epos zwar nur eine 82 erhalten, aber ist trotzdem ziemlich weit oben mit dabei. Die Spielwelt überzeugt immer noch, das Spiel ist technisch brillant überarbeitet. Trotzdem hat es noch mit vielen alten Fehlern zu kämpfen und die Kamera ist ein Graus. Aber durchaus ein Hit-Titel des Jahres. Platz 8 erreicht Monster Hunter World mit einer Wertung von 90 sowohl bei uns als auch bei Metacritic. Das Action-Rollenspiel ist ein Fest für Crafting- und Sammelfans. Wer den beiden Dingen allerdings nichts abgewinnen kann, ist nicht so gut bedient. Das Kampfsystem ist der Wahnsinn und die Monster sehen einfach fantastisch aus. Aber auch die Story kann überzeugen und Monster Hunter-Liebhaber wieder in ihren Bann ziehen. Weiter geht's mit Platz 7, auf dem Ni No Kuni 2 sich breit macht. Okay, die Optik ist nichts für jedermann, aber das Spiel überzeugt mit einer toll gestalteten Spielwelt und wunderbarer Atmosphäre. Das Kampfsystem ist zwar einfach, aber die vielen Spielelemente gleichen das wieder aus. Genauso wie die sympathischen Figuren. Bei uns hat Ni No Kuni 2 eine satte 88 bekommen, der Metascore liegt bei 84. Für Freunde der Anime-Optik ein Muss im Jahr 2018. Eine der besten Wertungen in diesem Jahr hat Divinity Original Sin 2 erhalten. Sowohl von uns mit einer 93, als auch von Metacritic mit einem Score von 92. Das ist kein Wunder bei den vielen positiven Reviews. Die spannende Handlung wird unterstützt von der lebendigen Spielwelt, den herausfordernden Kämpfen und der Freiheit, die ihr im Spiel genießt. Da haben sich die Entwickler von Larian Studios selbst übertroffen. Für Rollenspielfans führte in 2018 kein Weg an dem Titel vorbei. Wenig Gameplay, dafür eine spannende Story und geniale Inszenierung. Das ist Detroit Become Human. Wer auf interaktive Thriller steht, sollte das sofort in den Warenkorb packen. Die Wertungen gehen hier klar auseinander. Wir gaben dem Titel eine 86, der Metascore liegt nur bei einer 78. Aber das ist der Natur des Spiels geschuldet, gefällt halt nicht jedem. Trotzdem, die Spielwelt überzeugt, die Geschichten sind interessant und die Charaktere hauchen ihnen Leben ein. Fans von Heavy Rain und Beyond Two Souls sollten sich den Titel mal zu Gemüte führen. Nicht ganz aufs Treppchen hat es in diesem Jahr die gute alte Lara Croft geschafft. Mit Shadow of the Tomb Raider erreichte sie bei uns eine glatte 90. Auf Metacritic gab es dagegen nur eine 76. Skandal! Wir finden nämlich, dass der dritte Teil der Reboot-Reihe der beste ist. Die Entwickler haben auf die Fans gehört und die übertriebene Baller-Action minimiert. Dafür gibt's wieder wesentlich mehr Abenteuer, Gräber zu erkunden und coole Unterwassersequenzen. Das ist ein Tomb Raider, wie wir es uns vorstellen. Was habe ich getan? Es ist Zeit aufzuwachen. Auf einem verdienten dritten Platz macht es sich Peter Parker alias Spider-Man gemütlich.
Mit einer Wertung von 88 bei uns und 87 bei Metacritic ist es eins der Top-Spiele des Jahres 2018. Zwar hat es eine recht austauschbare Story und leicht uninspirierte Bosskämpfe, aber das hervorragende Kampfsystem macht das wieder wett. Das Schwingen durch Manhattan ist einfach brillant und macht den Spielfluss zu einem herausragenden Erlebnis. Wir können nur den Hut vor Insomniac ziehen. Das ist wirklich ein Highlight des Jahres. Jemanden in New York, der mich nicht töten will? Es hat nicht ganz für den ersten Platz gereicht, aber es kann auch keine PS4-Bestenliste im Jahr 2018 geben, ohne God of War zu erwähnen. Der Quasi-Reboot hat eingeschlagen wie eine Bombe und bei uns eine Wertung von 90 rausgeholt. Bei Metacritic liegt der PS4-exklusive Titel sogar bei 94. God of War ist anders als die Vorgänger. Das neue Setting in der Mythologie des Hohen Nordens ist großartig und bildgewaltig dargestellt. Die Beziehung zwischen dem alternden Antihelden Kratos und seinem Sohn Atreus ist verzwickt, aber glaubhaft. Und das Kampfsystem ist ganz anders, aber auch wunderbar ausgefeilt. God of War verdient den zweiten Platz und wer eine PS4 besitzt, den Titel aber noch nicht, sollte das schnell ändern. One more big score, we got enough money to leave. What do you think? Wer sich jetzt wundert, was auf den ersten Platz kommt, hat 2018 definitiv unter einem Stein gewohnt. Das PS4-Spiel des Jahres, dem niemand entkommen kann. Red Dead Redemption 2. Bei uns mit einer 95, bei Metacritic mit 97 bewertet. Es ist das unangefochten beste PS4-Spiel des Jahres. Lange mussten sich Fans des ersten Teils gedulden, aber nach ganzen 8 Jahren des Wartens war es am 26. Oktober soweit. Ihr durftet erneut in die Welt des Wilden Westens eintauchen, diesmal in der Rolle von Outlaw Arthur Morgan als Teil der Vanderlyn Gang. Red Dead Redemption 2 ist nämlich ein Prequel zum ersten Teil. Ihr trefft also auch den Protagonisten John Marston aus Red Dead 1. Der zweite Teil überzeugt in fast allen Punkten. Die Story ist spannend bis zum Schluss und vor allem zu Arthur, der fantastisch geschrieben ist, baut ihr eine enge emotionale Bindung auf. Die Grafik der riesigen Welt allein ist es wert, sich das Spiel zu holen. Aber natürlich sind auch die Schießereien spaßig und die Nebenmissionen nie langweilig. Red Dead Redemption 2 ist zu Recht das absolut beste PS4-Spiel des Jahres 2018 und wird uns noch lange ins nächste Jahr begleiten. You have to love yourself afar. Seid ihr mit unserer Aufstellung einverstanden oder fehlt euch ein bestimmter Titel in der Bestenliste? Schreibt uns das doch in die Kommentare. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Besucht uns auch auf pcgames.de für die ausführlichen Tests zu den genannten Spielen und noch mehr Infos zur Gaming-Welt.